Seit einigen Wochen in aller Munde ist die neue Logitech-Maus. Wir haben sie hier, das wunderschöne Schätzchen, die G402 Hyperion Fury. Das Ding ist unglaublich schnell. Also das Ding kann unglaublich schnelle Bewegung erkennen, angeblich. Ist ein Bewegungssensor drin, der Bewegung von bis zu 12,7 Meter pro Sekunde erkennen kann. Und das ist perfekt für uns beide. Weil es gibt seit Ewigkeiten die alte Fehde zwischen uns beiden. Bei Call of Duty bin ich klar besser, bei Battlefield auch. Richtig, bei Modern Call of Duty Ghosts, Advance War und Garfair auch. Aber Freddy hat gesagt, er ist schneller als ich an der Maus. Er kann eine Maus schneller als ich bewegen. Richtig. Das hat weder was mit Journalismus noch was mit Shootern zu tun. Aber wir wollen mal diese Maus auf Herz und Nieren testen. Und Logitech hat hier eine super Software bereitgestellt, in der man die Bewegung der Maus einfach per se nach Geschwindigkeit messen lassen kann. Und sie zeigen dir natürlich hier, wie toll ihre Fusion Engine, was ein ARM-Prozessor in Kombination mit Bewegungssensor und wahrscheinlich auch Weltraumtechnik, alles herstellen kann und wie schnell es dann sein kann. Und wir haben gedacht, wir machen einen Wettbewerb in 3 Runden. Jeder darf einmal versuchen, so schnell wie möglich. Enno trainiert schon. Ich hab einen kleinen Vorteil schon. Ich habe mir schon ein bisschen trainiert, aber Freddy hat die flinkeren Finger. Das ist nämlich immer schon die Wahrheit gewesen. Wir machen hier 3 Durchgänge. Jeder darf einmal, also jeder 3-mal nacheinander, abwechselnd machen wir es am besten, die Geschwindigkeit der Maus so also ausreizen wie möglich. Und wer am Ende die höchste Geschwindigkeit erreicht, gewinnt. Und der Preis... was sagen wir? Ist die Ehre, würde ich sagen. Die Ehre, ja, stimmt. Ganz klassisch. Ja, dann kämpfen wir um die Ehre. Mhm. Und ich würde sagen, ich fange an, und zwar aus dem Grund, dass du dann dich natürlich steigern kannst. Dass du siehst, okay, so krass ist es, und dann steigerst du dich ein. Genau. Und wir fangen gleich an. Das ist ganz super, wenn man hier mal guckt. Der misst in der Mitte immer die maximal erreichte Zeit in dem Durchgang. Zeit, Geschwindigkeit in dem Durchgang. Und dann machen wir einfach löschen, und dann kann jeder sehen, wie viel er erreicht hat. Mhm. Und ich fange jetzt einfach mal an. Ich muss mir dafür ein bisschen Platz schaffen. Ich habe zu Hause schon alle meine Vasen kaputt gemacht, deswegen. Zum Glück habe ich keine Vasen. Und ich fange jetzt an. Mach das. So. Sind alle bereit? Bist du bereit? Du machst unser Fenster kaputt. So, und los geht's. Das war die Vase. 3,4 km/h habe ich erreicht. Ja. Meter pro Sekunde habe ich erreicht. Und es ist ja hart gefährlich geworden. Wir müssen gleich mal die Sachen wegräumen. Ich räume mal die Sachen weg, während du dich hier schon mal bereit darf hast. Darf ich mich postieren? Ja. Ich mach kurz darf ich vielleicht sogar auf deinem Sitzplatz nehmen? Du darfst auf meinem Stuhl sitzen, selbstverständlich. Ach, ich mache hier kurz das die Kollateralschäden weg, wenn du stirbst. Oh Mann. Jetzt beobachte ich das mal von hier. Okay. Okay, also ich habe im ersten Durchgang, du musst gucken, dass du vor allem keine Tasten berührst, und sonst machst du die ganzen Computer kaputt. Das habe ich gerade nicht geschafft. Ich habe im ersten Durchgang 3,4 Meter pro Sekunde geschafft, und jetzt drückst du auf Löschen und dann bist du dran. Ich glaube, ich mache das taktisch. Ich probiere es mal erst kurzwellig und im zweiten so langwellig. Schauen wir mal, alles klar. So, wie viel kriegt er hier? 3,2. Nach dem ersten Durchgang führe ich noch, aber das könnte sich noch ändern. Ja. Ich setze mich mal, zu dir, bleib einfach sitzen. Bleib einfach sitzen, nicht lang darüber. Alles klar. Okay, dann beginnt jetzt der zweite Durchgang. Wir haben einen Rekord von 3,4. Erreicht von jemand anderem. Sagt nichts. Und es geht los, der nächste Durchgang. Das kann ich mir nicht so ganz verstehen. Wisst ihr, was wir gerade geschafft haben? Wir haben es geschafft, den Sensor zu verarschen. Ich glaube, das ist hier geschehen. Als ich hier über die Kante gerutscht bin, hat er so eine schnelle Bewegung wahrgenommen. Und es war für ihn unmöglich, die wahrzunehmen. Also entweder er hat das einfach angegeben oder es ist irgendeine hohe Zahl hingetan, oder er hat wirklich diese ultraschnelle Bewegung festgestellt. Man weiß es nicht. War 3,1. Ich möchte dir kein Testfazit angeben. Es war 3,1, war maximal. Ne? Wir halten uns diese 11,4 mal im Hintergrund, falls du da noch irgendwas Höheres erreichen solltest. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall schon was Interessantes rausgefunden. Hätte, würde, könnte. Und dein zweiter Durchgang beginnt jetzt. Okay. The stage is yours. The stage is yours. Oh, ich mach mich ganz kurz, bevor du mich verprügelst. Schauen wir mal. Ah,
Boah, alles wird markiert. Der ganze Desktop wurde gerade markiert. Weltklasse. Freddy hätte fast den Gamona-Rechner formatiert, den einen. Wir haben trotzdem nur 3,3. In deinem, einen bin ich hinter dir. In deinem vorletzten Durchgang. Ich zumindest habe mich aber gesteigert. Ja? Du, ich habe schon einen entscheidenden Vorteil. Ich habe mich um 8 gesteigert, rein technisch. Aber da war ein technischer Defekt dabei. So, es ist noch alles heile. Und das ist nämlich immer kritisch bei dieser Maus. Und wir fangen mit meinem letzten Durchgang an. Mhm. Wir können unsere Ergebnisse danach übrigens auch twittern. Und in Inches per Second anzeigen lassen, was toll, natürlich keiner versteht. So, meine letzte Durchgang. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber geht los. Oh. Ganz stark. 3,6. Das ist richtig gut. Ich fühle mich wieder raus auf den 100 Metern. Ja. Freddy, dann hast du eine Marke gesetzt. Du hast, ja, du hast jetzt die Chance hier. Ja. 3,6 mich unsterblich zu machen. Ja, die Leute werden in 10 Jahren davon erzählen. Wisst ihr noch damals? NO1? Freddy Bar? Schauen wir mal. Okay. Nee, das war schwach, sag ich mal. Da waren die Kräfte aufgebraucht. Ja, ja. Ja, tragisch. Aber das war der Wettbewerb. Und es hatte wenig mit der Maus an sich zu tun. Und wie das Teil hier, ich zeig's mal schön in die Kamera, wie die Hyperion Fury G402 wirklich ist, das lest ihr dann im Test auf Gamona.